Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fishing Planet. Heute mal mit dabei der Nockmar, der Andi. Ja, einen schönen guten Abend. Hier ist Nockmar. Ich komme vom Bierstübchen-Anglertreff von der www.bier-stübchen.de-Seite. Wir sind ein Multigaming-Portal und ich bin halt ein bisschen bei den Anglern und wir laden euch alle herzlich ein. Gemütlich plaudern, gemütlich angeln. Über unsere Homepage könnt ihr auch unseren TS benutzen. Ihr seid herzlich willkommen. Genau, also ihr seht auch gleich nochmal hier in dem Video denn die Internetadresse und auch das TS ist ja ein öffentlicher TS, also seid ihr gerne eingeladen. Ja, in dem heutigen Video dreht es sich mal wieder um Michigan. Natürlich auch mal die neue DLC-Route mal ein bisschen ausprobieren, die Posen-Route, die ja bis 16 Kilogramm geht, seht ihr ja hier auch. Ich habe jetzt die Irish Clubber 300 und wir wollen heute zusammen, habe ich auch die Tipps von dem Nockmar bekommen, auch nochmal herzlichen Dank. Wir wollen heute auf Blauwels gehen. Und wir haben da jetzt auch schon richtig schwere rausgeholt. Also der Nockmar müsstet ihr morgen mal in die Bestenliste gucken. Der ist da ganz weit oben. Genau, 24,4 und ein bisschen noch Genau. Und Kilogramm. mein schwerster kann ich euch ja auch nochmal zeigen. Meiner war, wo ist jetzt, lädt der kurz hier. Meiner war 21,496. Also auch schon richtig schwerer Brocken. Und dann wollen wir euch heute mal zeigen, wie man die angelt. Die angelt man eigentlich auch recht zügig. Also klar, wenn die mal rausschwimmen, ist auch mal ein längerer Drill. Das ist alles kein Problem. Wenn die zu weit rausschwimmen, wenn ihr seht, ihr habt jetzt meinetwegen eine 150 Meter Route und der schwimmt bei 130, gibt der Vollgas, würde ich euch empfehlen, entweder die Schnur zu kappen oder, ja, wenn es wirklich nicht anders geht, auch mal Alt F4 zu drücken. Ist leider blöde Methode, aber solange das nicht gepatcht ist, weil es ist, denke ich mal, vom Entwickler jetzt auch nicht gewollt, dass der da bei 100 Meter auf einmal 50 Meter in ein paar Sekunden macht und euch da alles kaputt geht. Deswegen ist das so eine Notlösung jetzt erstmal. Ja, und ich zeige euch mal, was wir da eingestellt haben. Ich Also ich muss noch habe, kurz dazu ja. sagen, kappen kannst du während des Drillens die Schnur nicht. Ach so, okay. Das geht nicht. Okay, na gut, dann hat sich das auch schon erledigt. Geht nur Ja, bei einem Hänger. also wenn ihr das so wollt, dass ihr jetzt nicht Alt F4 drückt, würde ich euch empfehlen, eventuell kann der Nock mal wieder auch zustimmen, einfach die Bremse komplett runterdrehen, also dass keine Spannung ist, und den einfach ziehen lassen, ne? Ich glaube, dann ist nur der Köder weg und 3 Meter der Schnur oder sowas, ne? Ganz genau. Irgendwie so, genau. Und das wäre dann nochmal eine Alternative jetzt, ja. Ja, also ich habe jetzt die Irish Clubber 300, die geht bis 16 Kilo. Dann habe ich die Lucky Chain Rock 6500, die geht bis 12 Kilo. Darauf habe ich jetzt die Braid 28. Habe ich jetzt erstmal 150 Meter, weil meine alten Schnüre langsam aufgebraucht sind. Deswegen kann ich da jetzt erstmal nicht höher gehen. Ja, dann den großen Schnittköder, den 6-0er Haken und 2,50 Meter tief. Ja, und dann zeige ich euch auch nochmal die Position. Ihr geht hier an das märchenhafte Angeln. Genau, da bin ich auch schon drauf. Genau, und dann stellt ihr die Uhrzeit auf 18 Uhr, geht hier vorne nach vorne auf der Plattform und werft dann, ja, sag ich mal so, dass ihr auf 5 Meter kommt. Also ihr könnt ja erstmal ein bisschen auswerfen hier. Genau so. Jetzt ist er auf 6 Meter, holt ihr nochmal 1 Meter ran. Und dann die Bremse auf 10, also höher würde ich da nicht gehen. Und dann wartet ihr einfach, bis der Fisch beißt. Und ich werfe jetzt hier drüben zum braunen Haus, mit den vielen Fenstern da, so in die Richtung. Ja, und dann drücke ich euch die Daumen, dass ihr das auch so schön hinbekommt. Und da seht ihr auch schon, jetzt füllt sich der Powerbalken. Jetzt gibt es gleich noch so einen Trick, den ich euch dann noch zeige. Also wenn er für Speis drücke ich linke und rechte Maustaste gleichzeitig, damit ich den erstmal gehakt habe. Und dann gibt es einen kleinen Trick. Jetzt wird er gleich beißen. Nockmar ist auch schon rausgeschmissen. Ich habe So, jetzt habe ausgeworfen, ich ja. an. So, und jetzt gehe ich einfach Rechtsklick gedrückt halten, ganz nach oben und drehe mich immer mit dem Fisch mit. Weil wenn ihr Rechtsklick gedrückt habt und ganz nach oben geht, dann schwimmt der Fisch nicht raus. Weil dann habt ihr den recht dicht vor euch. Und dann macht ihr das so lange, bis die Spannung nachlässt. Und dann drillt ihr ganz langsam rein. Also Rechtsklick gedrückt halten und dann ganz langsam linke Maustaste dann zum Reindrehen. Also wie gesagt, erstmal warten, bis die Spannung nachlässt. Ihr seht jetzt, der Fisch bewegt sich keinen Meter. Und keine linke Maustaste jetzt drücken, weil ansonsten animiert ihr den Fisch, dass der dann lospest. Und genau. Und noch mal, wie läuft's bei dir? Der gerade Phoebus. Ah, okay. So. Und jetzt warten wir einfach. Bremse auf 10.
Warten wir jetzt einfach, bis die Spannung nachlässt. Wir können zwischendurch auch noch mal kurz ein bisschen nach unten gucken und dann vielleicht auch schon mal den einen oder anderen Meter ranholen, aber da warte ich noch kurz. Deswegen werfen wir auch auf 5 Meter, damit wir den dann hier schnell gestoppt kriegen. So, jetzt sollte langsam nachher die Spannung und nachlassen. Dazu möchte ich noch sagen, wenn ihr ausgeworfen habt, nehmt die Angel so weit wie hoch wie möglich. Also nicht, dass die Schnur hängt, sondern dass die Schnur fast senkrecht zum Köder ist, zur Pose ist. Ja. Desto mehr Schnur ihr habt, desto mehr Probleme habt ihr mit dem Fisch. So, ich gehe jetzt mal, ich warte mal noch, bis die Spannung ein bisschen Fisch on. Okay. Aber meiner zieht. Das kann natürlich auch passieren, wenn es ein richtig großer ist. Auch mit dieser Variante. Ich halte auch meine Angel, Kerzen gerade hoch. Dann ist das ein großer. Genau. So, ich gehe jetzt mal. Na, Spannung hat noch nicht wirklich nachgelassen, aber ich gehe jetzt gleich mal ein bisschen. Kämpft noch. Ich gehe jetzt mal ein bisschen runter, aber die Spannung lässt sich nach. Nee, dann bleibt ihr oben. Wenn ihr merkt, immer oben bleiben, solange bis die wirklich nachlässt. Ne? Da keine Risiken eingehen. Wie gesagt, der muss ausgepowert werden. Also ich habe genauso angehauen, wie der Underwater Frank euch jetzt gezeigt hat. Und meiner zieht aber ab. Das wird ein etwas größerer sein. Ja. Lasst euch dann trotzdem nicht die Angel oben, die Rute oben, und da kann auch bis auf 100 Meter abgehen. Lasst euch davon erstmal nicht täuschen. Wenn es ganz großer ist, habe ich heute auch schon ein paar Mal gehabt, muss ich einfach die Schnur kappen, beziehungsweise Alt F4. Da sind unsere Routen noch nicht für ausgelegt, also die kriegt man nicht raus. Also die sind dann jenseits der 25 Kilo. Ja. So, ist jetzt immer noch unter Spannung. Ich warte mal noch ein bisschen hier, ist schon ganz schön lange auf Spannung. Mal gucken, ob er jetzt irgendwann denn mal nachlässt. Wenn ich jetzt mal runtergehe, aber es lässt nicht nach, nee. Ah, jetzt habe ich natürlich... Mein Fisch ist jetzt auf 46 Meter und ich habe meine Bremse jetzt auf 11 gemacht. Das geht. Da geht nur die Rolle etwas ins Rote. Das stört nicht. Kannst du auch mal probieren, bitte. Ja, kann ich mal kurz anmachen. Seht ihr denn? Ah, das geht auch, ja. Also die Schnur geht dann ein bisschen höher, aber das kann man machen. Oh, so DJ Peter... Entschuldigung. DJ Peter ist gerade die Rolle gebrochen, das ist natürlich nicht so schön. Mein Beileid, DJ Peter. So, ich bleib jetzt mal hier, weil ihr habt gerade gesehen, ich habe die Route mal ein bisschen runtergesenkt, um zu gucken, ob ich vielleicht den einen oder anderen Meter ran, aber wirklich, sobald die Spannung nicht... Jetzt seht ihr langsam, bei der Rolle geht die Spannung runter, jetzt seht ihr das. So, jetzt schön gehalten hier. Ich halte meinen Fisch jetzt etwa 3 Minuten auf 46 Meter und ganz, ganz langsam geht die Spannung. Genau, jetzt sehe ich es auch gerade, ja. Also die Rolle-Spannung geht ganz langsam runter. Wir gucken mal, ja, jetzt geht auch die Schnur runter und auch die Rutenspannung geht runter. Ganz, ganz langsam. Jetzt geht es ein Stückweise schneller. Wenn der im blauen Bereich ist, also ich mache es so, ich gehe schon im hellblauen ein bisschen runter und kurbel dann rein. So, aber nicht, so jetzt geht er in den grünen Bereich. Jetzt können wir nachher langsam die ersten Meter randrehen. Guck mal, ja, jetzt kann man schon 1-2 Meter. Immer nur 1 Meter, so würde ich sagen, erstmal rankommen, wenn er so dicht ist. Nicht zu doll drehen. Jetzt auf 5 Meter. 4 Meter. Jetzt haben wir ihn auch gleich. Immer schön abwarten. Ah, jetzt habe ich ihn. Ja. Lieber noch ein bisschen warten. Meine Spannung ist runter. Ich konnte ihn jetzt auch schon auf 25 Meter rankurbeln. So, jetzt kurbeln wir nochmal ran. Und beim Rankurbeln bitte die Angel schräg halten. Okay. Schräg vom Körper weg. Da entlastet ihr die Rolle und die Rute. 10 Meter, 9 Meter. Ich habe ihn jetzt auf 3. Ich habe ihn auf 3 Meter. Kannst die Angel ruhig runter machen. Ja, ich bin schon. Jetzt habe ich ihn. So, gucken. Oh, das ist 14,796 Kilogramm. Schon ordentlicher. Ja, ich habe einen 12,3. Na siehste. Da haben wir schon mal erfolgreich unseren Test gemacht. Ja, ich würde sagen, jetzt wisst ihr ja, wie das geht. Jetzt zeigen wir einfach noch mal so ein paar Minuten noch, was wir da so rausholen. Vielleicht haben wir auch mal einen großen dran. Und jetzt habt ihr ja ungefähr gesehen, wie das ist. Klar, wie beim Lockmeier zum Beispiel, kann es auch mal passieren, dass der gleich rausschwimmt, den kriegt man dann nicht so schnell gestoppt. Wie gesagt, das ist
Immer unterschiedlich. Wie gesagt, jeder Fisch ist seit dem Patch jetzt wirklich unterschiedlich. Man kann nicht mehr sagen, ja, so und so viel Kilogramm, der macht jetzt das und das. Das ist nicht mehr so möglich. Wie gesagt, die Fische beißen eigentlich recht schnell. Also Wird man hat. rausgeworfen, ist gleich wieder einer dran. Siehste, siehste. Und wie gesagt, ihr könnt bei Sonne oder auch bei bewölkt 18 bis 21 Uhr könnt ihr komplett durchangeln, bis der Kescher voll ist. Also Ich da. schon. Ja, GZ, GZ. Ich habe jetzt auch gleich einen. Ich guck mal, wie weit der rausschwimmt denn. Den habe ich jetzt auf 9 Meter. Der hängt. Das Der ist gut. hängt, Der das geht ist auch nicht ab. super. Ja. Das ist super. So, meiner ist jetzt auch gleich soweit. Und ihr braucht Achte. keine Angst zu haben, wenn die Rute kerzengerade ist, könnt ihr die Bremse auf 11 stellen. So, jetzt habe ich wieder bei 8 Meter gehakt, okay. Und wie gesagt, wenn es denn wirklich mal so sein sollte, das kann natürlich passieren, mir ist es auch schon oft genug passiert, dass der richtig schnell rausschwimmt, dann könnt ihr schon mal so, ja, auch wenn es jetzt ein bisschen, sag ich mal, nicht so toll ist, aber Alter 4 ist da wirklich, ich würde es machen, weil. So, meiner hält die Spannung immer noch. Die habe ich jetzt schon die ganze Zeit auf 9 Meter. Na, meiner ist bei 8, aber meiner geht Entschuldigung. jetzt langsam runter. Geht jetzt 8 Meter und die Spannung lässt nach. Mal sehen, wie groß der ist. Aber ich muss ehrlich sagen, der 21 Kilo Fisch, den habe ich wirklich auch von 90 Meter, Meter für Meter rangeholt. Also das war jetzt keiner, den ich jetzt hier vorne so schnell gehakt habe. Ne? Also die großen Fische ist wohl wirklich so, dass die dann ein bisschen rausschwimmen. Ne? So, jetzt geht die Spannung langsam runter. Jetzt können wir gleich rankurbeln. Warten wir noch ein bisschen ab. Mein jetzt auf 5 Meter gekriegt, musste die Angel aber wieder hochnehmen, weil er Ja. sonst wieder abgehauen wäre. Naja, das ist. Ich habe jetzt meinen auf 5 Meter auch. Jetzt muss ich abwarten. Jetzt lassen wir den langsam runterfallen hier. 3, 4 Meter. Jetzt haben wir ihn gleich. Also ihr seht, das geht hier wirklich wie Brezelbacken. Das ist kein Problem hier. So, jetzt habe ich 3 Meter. Jetzt holen wir ihn raus. So. Gucken wir mal. Ja, das ist normale 11,339 Kilogramm. Ich euch auch nochmal zeigen, wie der aussieht hier. Riesenbrocken, ja. Einige sagen dazu auch die Wale. Ja, ich habe auch ein 11, jetzt funktioniert. Ja, Wunderbar. das funktioniert auf jeden Fall. Ja, ansonsten, was kann man sonst noch bereden? Ja, Ostern steht vor der Tür. Eventuell planen die auch wieder ein Event. Vielleicht haben wir hier auch ein bisschen wieder Giveaways. Müssen wir mal gucken. Versprechen kann man erstmal nichts, weil die haben jetzt auch seit dem St. Patrick's Day erstmal nichts weiter an Neuigkeiten rausgehauen. Eventuell kommt dann auch bald der Multiplayer, der jetzt schon eine Weile ansteht. Und ja, wir lassen uns überraschen. Ne, beeinflussen kann man das jetzt eh nicht großartig. Ich hab, glaube ich, schon wieder einen Biss gleich. So, 5 Meter. Mal gucken, ob der jetzt gleich beißt. Hast du einen großen dran, Nockmar, dort? Nein, ich habe noch keinen Biss. Ich habe gerade erst wieder ausgeworfen. Achso. Wichtig ist noch zu sagen, auch wenn ihr dann die rechte Maustaste geklickt haltet und dann mit der linken einpumpt oder zu probieren, den Fisch einzuholen und er geht ab, sofort wieder von der linken Maustaste runtergehen. Also ich habe auch, wie gesagt, also wenn er beißt, drücke ich einmal kurz linke und rechte Maustaste gleichzeitig, sodass ich ihn gehakt habe. Und dann drücke ich nur noch die rechte Maustaste, wenn ich nach oben Genau. gucke. Und dann wirklich so lange, ihr seht jetzt, meiner geht jetzt richtig ab. Meiner geht jetzt hier auf die 30 Meter zu. Ja, einfach, wie gesagt, nach oben gucken. Immer mitdrehen mit der Sehne, sodass ihr den immer so vor euch habt. Jetzt auf 31 Meter, jetzt geht er richtig ab. Aber vielleicht kriegen wir ihn noch gestoppt. Vielleicht ist es diesmal auch ein größerer. Gucken wir einfach mal. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt Linksklick drücken würdet, würdet ihr den Fisch dazu animieren, dass der noch weiter rausschwimmt. Und das muss ja nicht sein. So, 42 Meter. Mal gucken, ob der gleich stehen bleibt. Könnte ein großer sein, so wie der abgeht. Jetzt klickt er ein bisschen langsamer. Das heißt, er bleibt jetzt eventuell gleich stehen oder er geht nochmal ab. Gucken wir mal. 50 Meter. Aber so habt ihr jetzt mal den Unterschied gesehen. Wenn ihr jetzt gleich einen ranhakt und der bei euch in der Nähe bleibt, dann funktioniert das so. Und wenn ihr jetzt, ich hoffe mal, dass der jetzt hier auch vor 100 Meter zum Stillstand kommt, dass ich jetzt kein Alter 4 drücken muss, dann seht ihr, wie das so, ne? Also wie das ist, wenn er weiter weg ist. So, jetzt ist er bei 66 Meter stehen geblieben. Ich hoffe, der bleibt auch stehen, aber die Power geht schon wieder hoch. Na, mal gucken.
Nochmal, hast du noch einen dran? Ich hatte eben einen Phoebus, beziehungsweise ich habe zu spät angehauen. Ach so. Kann ich auch erklären, vielleicht bin ich ein bisschen aufgeregt, weil ich das erste Mal im Video mit bin. Beziehungsweise meine Stimme. Mhm. Aber jetzt ist jemand dran an meinem Köder. So, ich habe jetzt 77 Meter. Ich hoffe, der bleibt vor 100 Meter stehen, weil ihr werdet gleich sehen, wenn der nicht vor 100 Meter stehen bleibt. Ich kann ja mal ohne Alter 4. Ich probiere es einfach mal und drück mal nicht Alter 4. Und drill dann. Wie viel ist auf deiner Rolle? Ich habe 150 und der ist jetzt gleich bei 100 Meter. Ja, da kannst du ruhig bis 140. Ja, also 90 Meter. Komm, bleib stehen jetzt. Bleib stehen, mein Freund. Jetzt habe ich Biss. Oh, komm, bitte. Ist auch ein großer, marschiert sofort ab. Ah, jetzt geht er auf. 92. Kann er denn euch einfach mal zeigen, was passiert, wenn ihr nicht Alter 4 drückt, damit ihr dann mal die Auswirkungen seht. Aber er scheint... Ah, nee. Drückt mir die Daumen, dass der jetzt nicht abhaut. Ja, das kann wirklich ein Sperrer sein, dass er deswegen dann wirklich wieder so weit rausschwimmt. Powerbalken kriegt sich noch nicht richtig ein. Springt immer hoch und runter. Das könnte auf jeden Fall ein längerer Drill werden. So, jetzt geht er langsam. Ich habe die Erfahrung bei den Schweren gemacht, wenn die weit rausziehen, die kriegt man wirklich nur Meter für Meter ran. Ja, ja, das habe ich gestern auch ein paar Mal gehabt. So, jetzt warte ich einfach. Sie erzählt, jetzt geht die Power langsam runter. Jetzt müsste auch gleich von der Schnur die Power runtergehen. Jetzt ist aber wirklich Geduld gefragt. Aber so ist es halt beim Angeln. Ne? Geduld zahlt sich auch aus. Ja. Yeah. So, jetzt seht ihr. Nicht entmutigen lassen. Jetzt seht ihr grün. Jetzt geht er gleich in den blauen. Jetzt muss ich rankurbeln. Jetzt mache ich Meter für Meter. Ich gehe langsam runter. Ich gucke jetzt nicht mehr nach oben. Und jetzt gucke ich wirklich Meter für Meter. Hole ich den jetzt ran, sodass er immer noch im blauen Bereich bleibt. Meter für Meter. Immer nur einen Klick machen, sodass er einmal dreht. Und dann gucken, dass die Power nicht nach oben geht. Wenn die Power nach oben geht, sofort wieder nach oben gucken. So, jetzt hoffen wir mal, dass er jetzt nicht gleich ruckartig auf uns zuschwimmt. Das kann nämlich auch mal passieren, dass der Fisch dann aufgrund von geringer Schnurspannung entkommt, weil er halt geradeaus auf uns zu pest, sag ich mal. Oh, jetzt haben wir 80 Meter. Ja. Das sieht doch gut aus. Jetzt holen wir den Meter für Meter ran. Hat gestern auch ganz gut geklappt. Und es könnte jetzt ein großer sein. Gucken wir einfach mal. Ich habe meinen auf, Entschuldigung, auf 40 Meter stoppen können und habe ihn jetzt auf 20 Meter ran. Na siehst du. Aber wie gesagt, das geht ganz langsam. Ja, ich mache ja auch Meter für Meter. Also von 90 ist er jetzt auf 74. Immer Meter für Meter. Ja, der ist ja Ü20 Kilo. Ja, mal gucken. Also bin mal gespannt. Man freut sich ja dann auch immer, wenn man mal in der besten Liste auftaucht, ne? Ja. Muss ich ja mal so sagen. Ja, wie gesagt, ihr seid, wie gesagt, auch am Anfang des Videos, ihr seid gerne eingeladen, mal bei uns vorbeizuschauen, auch mal mit uns ein bisschen zu angeln, ne? Wir sind auch immer gerne offen für neue Gespräche, auch für neue Leute. Und bei uns ist es eigentlich recht familiär, wir sind schon ein bisschen ältere Gruppe. Klar, junge Leute sind auch willkommen, sag ich mal, jetzt, wenn sie denn, ja, sag ich mal, sich vernünftig benehmen und am besten halt auch schon über 18 sind. Und ja, wir sind halt eine ältere Gruppe und geben uns gegenseitig Tipps und quatschen auch mal in gemütlicher Runde. Also wirklich sehr angenehm. Oh, lock mal! Alter, das ist neuer Rekord. Dankeschön, das ist der neue Rekord. Ganz alter Schwede. Und den hast du auf 40 Meter gehabt? Ja, liebe alter. Zuschauer, schade, dass ihr das Bild nicht sehen könnt. dieser blaue Wels nimmt den ganzen Monitor ein. Ja, das also ich ist. Ich sehe nur Wels, nichts anderes. Und alter. Der gibt 1180 Punkte, allerdings mit Prämie, muss ich dazu sagen. Ja. Das ist 1,58,975 Meter lang. Also. Und 24,994 Kilogramm schwer. Also ihr seht, mit dieser Methode könnt ihr richtig große Blauwälse rausholen. Und ja, das ist natürlich der Hammer.
Ich habe dasselbe Equipment wie der Underwater Frank. Genau Genau, dasselbe. genau. Und wenn einer abgeht, Leute, das sind noch schwerere drinne. Lasst euch nicht entmutigen. Das nächste Mal kriegt ihr einen. Genau. So, ich kurbel meinen jetzt nochmal rein. 46 Meter. Ah, das ist natürlich geil, ne? Direkt im Video hier. Genau. Na, Und du da. holst den 26 Kilo raus. Mal gucken, ich warte ab. Und über 20er wäre ich schon zufrieden mit. Ist er, wenn er so weit abgeht. Ja. Jetzt hast du ihn bitte auf wie viel Meter? 40. Jawohl, Also das wird doch. Meter für Meter hier. Das kenne ich ja. Kann sein, dass ich vielleicht die Technik jetzt noch verfeinert habe, weil ich schon öfters so eine große Ja. gefangen habe. Ja, du kannst ja in meinem Video dann nochmal gucken, wie das jetzt bei mir, wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Vielleicht können wir uns da ja nochmal ein paar Tipps geben, wie Na, man das genau. eventuell noch verbessern kann. Das machen wir doch gerne. Und wie gesagt, ich bin auch sehr gerne im Bierstübchen, auch gerne in TS mit drinne. Wir haben ja die Anglergruppe, das ist ja BAT. Genau. Wenn ihr welche angeln seht mit BAT minus und dann den Namen dahinter, das ist das Bierstübchen Genau. Immer sehr kurzweilig, sehr unterhaltsam, nicht nur ernst, nicht nur übers Fischen, wir unterhalten uns über alles. Ja. Wir haben auch mehrere Realangler dabei, ne? Also wir gehen auch gerne mal selber mal raus, mal ein bisschen angeln, mal so am Wochenende oder so. Das machen wir auch gerne. Geben uns da auch mal ein paar Tipps so. Ja. Wie gesagt, der Tampi zum Beispiel, ja, der hat im letzten Jahr sehr schöne Fische rausgeholt da in Flensburg an der Ostsee. Der hat da Bitte Menschen? Köhler hat er Köhler, ja. rausgeholt, also Seelachs und auch riesengroße Dinger. Die könnt ihr auch gerne im Bierstübchen bei uns euch auch angucken. Da hat er ein paar Fotos gemacht von den Riesendingern und ja, ich fahre jetzt auch mal bald zu ihm und dann mal gucken, ob wir da gemeinsam vielleicht auch mal einen Seeköhler rauskriegen und den dann abends schön genießen. Schön zubereiten. Soll wohl sehr, sehr schön sein, auch mit dem Filetieren. Das ist, der hat wohl auch nicht so wahnsinnig viele, sag ich mal, schwierige Gräten zum Rauskriegen, sondern den kann man dann wirklich genießen. So, ich habe mir jetzt auf 13 Meter, jetzt ist es gleich soweit, aber die Power geht schon wieder. Ich muss mal ein bisschen abwarten, nicht zu schnell drehen hier. Nein, nein, da immer ruhig sein. Nichts übertreiben und nicht zu schnell die linke Maustaste drücken, denn dann. Genau. Weil sonst kann es halt passieren, wenn ihr jetzt hier, so wie ich jetzt hier stehe bei 12 Meter und ihr drückt jetzt einfach die linke Maustaste ruhig, kann es passieren, dass der euch wieder abhaut, ne? Und wir wollen ihn ja jetzt hier nicht animieren zum Wegschwimmen, sondern lieber ruhig und dass wir den hier rauskriegen. Dann dauert es halt mal einen Moment ein bisschen länger, aber es ist ja nicht so schlimm, wir haben ja Zeit. Wie gesagt, ihr habt 3 Ingame-Stunden jeden Tag Zeit, hier die Fische rauszuholen. Ihr könnt ja auch zwischendurch Position wechseln, ne? Wenn ihr da mal ein paar andere Fische zwischendurch angeln wollt, um den Kescher halt vollzukriegen. Aber es geht mit den Welsen eigentlich schon ganz gut. Also ich komme immer so auf 80 bis 100 Kilogramm, sag ich mal, die 3 Stunden. So, 5 Meter, 5 Meter. Oh, Power. Wenig. Petrihal. Ich hab ein Biss. Komm, 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 komm. So, 5 Meter. Jetzt nicht übertreiben, nicht übertreiben. Wollen ihn hier nicht animieren. Jetzt ist die Power wieder still. Jetzt warten wir einfach ab. Ah, komm, geh wieder runter hier. Geh wieder runter. So, das war ein ganz schneller mit 10 Kilo. Ja. Oh, drück mir die Daumen, dass ich den jetzt rausgehe, dass der nicht nochmal wegschwimmte. Aber selbstverständlich mache ich Vier das. Meter, 4 Meter. Ich guck schon fast ganz nach unten. Jetzt geht er runter, jetzt geht er runter, jetzt kommen wir 3 Meter und komm raus. Komm raus. Und was ist es? 23,4 Kilo, Oh, mein herzlichen Glückwunsch. schwerster Fisch. Jawohl. Alter Schwede. Also wir haben glückliches Händchen heute beide bewiesen. Wir haben beide unsere Topfische nochmal getoppt, ja. Ist natürlich sehr, sehr schön. Ein Jedes Ries. Backangeln und es klappt. Sehr schön. Ja, ihr seht hier 1107 Erfahrungspunkte. Ich habe euch den Fisch jetzt auch nochmal ein bisschen gezeigt. 102. 1,52 Meter. Ich zeige euch jetzt nochmal, wie viel Geld der bringt. Gehen wir nochmal kurz hier in das Dings rein. So, mal gucken. Keschernetz. So. Der bringt 141. Und die anderen, die man recht schnell rausgeholt hat, die bringen so zwischen 68 und 89. Also ist auch kein Thema. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, waren wir ja sehr erfolgreich. Auch nochmal danke an den Nockmar, dass du mitgemacht hast. Gerne.
Ja, und dann an die Leute da draußen, wir sehen uns dann beim, ja, beim Angeln oder vielleicht auch im Bierstübchen, je nachdem, beim nächsten Event. Ja, und dann wünsche ich euch auch Petri Heil, ne? Danke an den Nockmar und ja, dann sind wir erstmal raus, wa? Jo. Alles klar. Ciao. Tschö.